Salve a tutti. Es ist Freitagabend. Wie habe ich letzte Woche gesagt, es ist DAX-Time. Ein bisschen später, aber ich wollte mir das hier alles noch mal ein bisschen anschauen. Wir haben 19.43 Uhr, es ist der 4. September, der Xetra DAX hat zu. Der nebenbörsliche Schauplatz läuft weiter. Wir sind bei 12.886 und der Nasdaq spinnt rum. Mein Name ist Christian Schlegel. Halli, hallo, hallöle. Vor euch ist der DAX, eine Kerze, ein Tag. Und ich fand, das war eine Woche, da war für jeden was dabei. Absolut. Für die Leute, die long gegangen sind, für die Leute, die short gegangen sind. Sie werden von mir niemals den Spruch hören, Börse ist einfach. Also wer das sagt, lügt. Börse ist nicht einfach. Es ist halt jeden Tag was anderes. Aber manchmal sind Bewegungen offensichtlicher. Und ich fand, da waren also einige, auch für Daytrader, wunderbar geeignete, offensichtliche Gelegenheiten dabei. Für Endanleger ist es schwierig. Die Diskrepanz zwischen dem Index und dann zum Beispiel Einzelwerten, nehme ich mal heute raus Commerzbank, auf einmal 10% plus, weil sie aus einer Seitwärtsphase unter anderem rausgegangen sind und welche Gründe auch immer noch dafür führten. Oder in der Woche war es auch mal TUI, die gestiegen sind, oder Lufthansa oder so. Und der Gesamtmarkt fällt. Ja, das ist nicht leicht, aber selbst ich war in dieser Woche endlich mal wieder im Index dabei, aber auch mehr im Nasdaq. Da habe ich jetzt bestimmt 30 Trades abgesetzt. Ich habe heute Morgen einen Film gemacht, können Sie mal schauen, ob Sie mit dem was anfangen können. Der bewegt sich eigentlich dahin, wo er soll. Der soll noch ein bisschen atmen. Aber hier geht es nicht um Nasdaq, hier geht es um den DAX. Die Überschrift der letzten Woche war, der DAX wird weich. Und wir haben jetzt hier Freitag, Donnerstag, Mittwoch, Dienstag, Montag. Hier kam er runter, hat sich sensationell wieder hochgekämpft. Dann nochmal runter auf die 12.850, wieder hochgekämpft. Er hat es richtig gut gemacht. Und dann war es verlockend. Ja. Er hatte endlich mal die Chance, weil die Abendschlusskurse am Tageshoch am oberen Band war, drüber zu gehen. Das hat er auch gemacht. Tja, und dann hat ihm der Nasdaq halt, das muss man so sagen, den Lauf vermasselt. Ich fand trotzdem, der hat sich relativ gut gehalten gegenüber dem, was die Technologiebörse in Amerika gemacht hat. Die Bänder sind weiter sehr eng, das obere bei 13.235 und das untere bei 12.700. Ich runde leicht. Ja. Wir sind völlig normal mit einer Distanz zur 200-Tage-Linie, ist nicht zu sehen. Und wir sind nach wie vor in dieser Range. Aber, und das möchte ich Ihnen versprechen, das war vor 5 Jahren genauso, die Volatilität wird steigen. Nicht nur die des Handels wegen, sondern auch die insbesondere in den Optionsprämien. Weil langsam werden, die Leute haben gelernt von vor 5 Jahren von der Wahl, langsam werden die Positionen aufgebaut für die Wahl in Amerika. Und da kommen jetzt natürlich immer größere Paukenschläge nach links, nach rechts und da muss man halt mal schauen, wie sich das entwickelt. Sie können das MACD immer noch nicht als zuverlässigen Indikator irgendwie in die Hand nehmen. Ich finde, es geht noch nicht. Wir sind nach wie vor in dieser Seitwärtsphase. Schauen Sie mal, was das für Mini-Histogramme sind. Vergessen Sie ihn einfach. Wo Sie ihn benutzen sollten, wenn Sie kurzfristiger interessiert sind, 4 Stunden, 1 Stunde, da läuft es gut. Im Tagesgeschäft halte ich es für vernachlässigend. Bar. Mit dieser Bewegung hier von, was waren das, rund 600 Punkten, hat sich auch die Stochastik schon wunderschön abgebaut, ist jetzt im neutralen Bereich, noch weiterhin nach unten gerichtet, gibt keine Endwarnung, aber hat sich schon komplett halbiert. Finde ich gut. Gefällt mir. Der Markt darf insgesamt noch ein bisschen atmen. Ich rechne grundsätzlich damit, dass der Nasdaq noch ein bisschen atmet. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das hier in Deutschland für den Gesamtmarkt noch ein bisschen zu Gewinnmitnahmen oder zu leichteren Kursen führen kann. Ganz wichtig oder sehr wichtig ist als erstes nicht kurzfristige Unterstützung hier der Bereich 12.621. Das ist eine schöne Geschichte hier mit diesem hammerähnlichen Gebilde. Und der nächste ist halt schon hier dieser Bereich, wo wir bei 12.228, wo wir sind. Da ist dann 200-Tage-Linie, da ist der Chart, der ist hier oft gehandelt worden. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Drunter, also unter der 200-Tage-Linie, unter 12.191, muss man ein bisschen aufpassen. Ja, aber ich glaube eher, dass wir uns weiter ein bisschen seitwärts bewegen, aber mit einer schnelleren Geschwindigkeit, mit einem schöneren Momentum. Für diese Sache habe ich euch folgende Scheine mitgebracht. Ich habe es bei mir selbst gemerkt. Ich hatte das an heute Morgen im Nasdaq-Film gesagt. Ich bin auch mal irgendwann den Nasdaq-Short gegangen. Aber mit dem, was ich immer nenne, Schnüffelstücke. Ja, einfach nur mal reinriechen. Sie können es auch Pizza-Trade nennen. Das heißt einfach, man nimmt einen kleinen Betrag in die Hand und schaut mal, wie die sich entwickelt.
Weil wenn sie nur davor sitzen, haben sie keinen Bezug zum Markt. Dann sehen sie einen Chart und das war's. Das erfüllt sie nicht. In dem Moment, in dem sie den Pizza-Trade machen, egal wie viel es ist, sind sie gefesselt. Und das ist eine schöne Geschichte. Die ersten Nasdaq-Puts, die hat es zerbröselt und die zweiten Nasdaq-Puts, die haben es vergoldet. Also wirklich dann schön. Das war dann auch eine größere Position, als dann die ersten Verkaufssignale kamen. Ich gehe deswegen entgegen dem, was ich sonst mache, mit den Hebeln zurück und zeige Ihnen mal Scheine, die mal ein bisschen weiter weg sind, also zum Beispiel vom momentanen Stand rund 800 Punkte, weil ich Sie dazu mal ermuntern will, dass Sie sagen, wenn wir mal 400 Punkte verlieren, da kaufe ich mir nicht einen, der 50 oder 100 Punkte dran ist, ein K.O., sondern mal einen, der weiter weg ist. Da können Sie nämlich eventuell die 50 oder 70 oder 100 Punkte, die es gegen Sie läuft, nochmal gut, relativ gut verdauen. Ja? Und machen Sie den Trade nicht mit dem Kapital, was Ihnen zur Verfügung steht, sondern nehmen Sie, oder was Sie sonst in einen Trade machen, sondern machen Sie einfach mal die Hälfte oder ein Viertel. Wenn es dann für Sie läuft, können Sie es immer noch erhöhen. Ja? Und wenn es dann gegen Sie läuft, dann könnten Sie auch noch dazu mischen, solange keine, wie dieser hier, neuralgischen Punkte verletzt sind. Also ich habe jetzt als Longschein, der bei mir auf die Watchlist kommt und ich warte, bis das hier vielleicht noch ein bisschen runterkommt, habe ich sowas hier. Das ist ein 12.127er, ich runde leicht, das ist von Goldman ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GC7XT2. GC7XT2. Den finde ich ganz gut, der liegt also unterhalb der 200-Tage-Linie und bei den Puts kann ich ein bisschen näher rangehen. Ich denke, dass die 13.500 erstmal schwierig zurückzuerobern sein wird. Ja, deswegen gehe ich da so an 13.600er und dann habe ich den hier gefunden. Das ist auch ein 17er Hebel. 13.644, da haben Sie noch genügend Zeit, um sich irgendwie stoppen zu lassen. Und das ist die Kennnummer GB6MY9. Gustav Bertha 6MY9. Gehen Sie es langsam an, rechnen Sie damit, es kommt mehr Volatilität rein. Es kann sein, dass der Index morgens abgeschossen wird und am Nachmittag ist er unverändert. Rechnen Sie mit sowas. Ich wünsche euch ein happy trading und fette Beute. Bye, bye.